kämpfen. Alter, was die Alte, Dudbak, ich will gegen dich 1 gegen 1 kämpfen. Aber wo haben ich sie möchte nicht gegen dich kämpfen. Dafür habe ich 10 Jahre Kommunikationswissenschaft studiert mit Masterabschluss, damit ich hier sitze und das analysiere. Ja klar, für mich ist das eine Feldstudie. It's not my fault, it's not Arafat's fault, it's nobody's fault. It's Abu Hamza's fault. But the people from I don't know where, saying to me, Hamza have a placenta. So, ja, bist du ja Ass. Let's go. Ja, ja, komm, und sag dir das. Wallah, ich mein's ernst. Ich schwöre auf Gott. Ich mache inshallah khair über euch. Wallah, wenn ihr kämpfen wollt, wir haben einen Boxen. Nein, was redest du von Kämpfen, Ibo? Einer, der khair macht, macht nicht dann Kampfansage. Was glaubst du? Ich mach Spaß, ja. Und immer rein. Da kommt er. Ibo, ich küsse dein Netz, Bruder. Du willst Rehr machen und Bella auf einmal hoch, oder? Nein, nein. Ich meinte nur... Hol ihn mal rein! Also es geht hier links um das Hamza und es geht um Yasser, den Bruder von Arafat, ihr kennt. Und ob ich dein Diener bin, hol mal den rein, hol mal den rein. Ich hol den rein. Ibo, ja, Delame, hol ihn doch kurz rein. Da kommt er doch, hier. Du bist von niemandem der Diener. Salam alaikum, hier ist Kürtibo. Salam alaikum. Enta, la min bitsib. Ana masab bayt ahad alay. Die Leute. Da, also wenn Araber im Chat sind oder Arabisch sprechende oder Leute aus China, die Arabisch gelernt haben, keine Ahnung, übersetzt mal ein bisschen mit. Ich verstehe nur Fetzen. Ich kann nur TikTok Arabisch. Abu Hamza, bitsib der Alam, ya Salam, salli ana bitsib der Alam. Schau, der Ballert mal, bisib und damak, bisib und bujak, bisib und bujak. Komm, wir treffen uns und sag vor mein Gesicht irgendeinen Ausdruck, komm. Weil ich einer Masse betak. Wenn du ein Mann bist, wir treffen uns jetzt, komm. Dafür habe ich 10 Jahre Kommunikationswissenschaft studiert mit Masterabschluss, damit ich hier sitze und das analysiere. Ja klar, für mich ist das eine Feldstudie. Also da, ich werde da ein Buch drüber schreiben noch. Feldstudie TikTok. Abu Hamza, er hat dich nicht beleidigt, sagt er. Wenn du ein Mann bist, du triffst dich jetzt mit mir. Wie 1 gegen 1, ich und du alleine, komm. Aber Hamza, ich will Hamza, mit dir kämpfen. Aber Hamza, Bruder, was redest du, Bruder? Hast du einen Schaden bekommen oder was ist los mit dir? Ich finde ja am krassesten, finde ich hier, mitten im Bild, seht ihr das hier? Mitten im Bild steht einfach von oben nach unten Rechenschaft. Das ist das Beste. Ja, das ist so wirklich, ja, muss man schon sagen, wild. Aber Hamza, ich will gegen dich kämpfen. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Warum nicht? Ich habe Angst vor dir. Elefant. Komm und triff dich mit mir. Ich komme zu deiner Villa. Ich habe Angst, mal bitte, aber Hamza, bitte tu mir nichts. Ich will nichts von dir, bitte. Ich fahr zu deiner Villa. Na, Kaib, aber Hamza, keiner ist ein Eibraum. Ich komme. Taal. Ich komme, Wallah, ich komme. Taal. Abu Hamza, Alter, ihr seid in Dair al-Bala, und Abu Hamza. Schick mir deine Adresse. Ich komme jetzt dahin, Wallah. Salli an Nabi, Schwai. Salli an Nabi. Salli an Nabi. Willst du dich treffen? Salli an Nabi. Willst du dich treffen mit mir? Ich habe an alle, die jetzt sagen, Fake-Fitna und so, Fitna oder Fake-Streiten, ja, es wird noch wilder, also da kommt noch was. Also warte mal, deswegen machen wir das ja. Wenn das jetzt nur so ein normaler TikTok-Streit, dann würde ich das gar nicht auch machen. Aber das ist wild, ehrlich. Angst vor dir. Willst du dich mit mir treffen und kämpfen? Ich habe Angst vor dir. Eins gegen eins, ich kämpfe mit dir alleine, Wallah. Okay, ich habe Angst vor dir. Willst du mit mir kämpfen? Sag ja oder nein. Nein, ich sag doch, ich habe Angst vor dir. Tamam, okay. Das wollte ich hören. Aber Hamza, Allah hat mir. Er sagt so, ich habe Angst vor dir. Tamam, okay, das wollte ich hören. So maximal. Hast du gesagt, Hamza? Das wollte ich hören. Okay. Aber Hamza, Allah. Ist mal, guck mal, Abu Hamza, warte schon. Das wollte ich hören, genau das wollte ich hören. Alle Ruhe hier. Das wollte ich hören. Genau das wollte ich hören. Ich bin kein TikTok-Rambo, mach's mal hören. Ich wollte nur zeigen den Leuten, was feiner du bist. Okay, ich bin kein TikTok-Rambo, okay? Erstens. Bin schon mal von Barra. Dann komm und triff nein, dich mit mir. Nein, ich mach nix hier, Habibi. Ich mach nix hier. Hamza. Schick mir deine Nummer. Was hast du mit der Atlantik gemacht? Alter, mit die Alte, die Bullen gerufen? Ich will gegen dich kämpfen, Wallah. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Alter, was die Alte, Dudak. Ich will gegen dich 1 gegen 1 kämpfen. Aber Hamza, ich möchte nicht gegen dich kämpfen. Was Alter, was die Alte, Dudak. Egal, wo ich dich finde in Berlin, ich werde gegen dich kämpfen. Okay, wenn du mich findest, aber Hamza. Ich werde dich...
Der, ich finde, der Klaus-Peter Schulenberg sollte das organisieren auf Eventim. Ein Herr-Gebühren. Jürgen! Warte, Abu Hamza, Abu Hamza! Bist du auf meiner Liste? Abu wenn Hamza, du Allah liebst, wenn du Allah liebst, jag mich. Wenn du Allah liebst, mich. Wenn Abu du mich Hamza, siehst, egal wo ich dich hör zu, Abu Hamza! Wenn du, guck mal, ich sage hier vor allem, zieh eine Schutzweste. Ich werde von Abu Hamza bedroht. Ich werde von Abu Hamza, wenn ich Abu Hamza sehe, ich werde mich nur verteidigen. Hier, ich werde mich nur verteidigen. Abu Hamza droht mir. LKA alle, Abu Hamza droht mir. Oh mein Gott, Digga. Yasser, du bist ein V-Mann. Du bist ein V-Mann. Du bist ein Einziger. Daran merkt man, wer LKA angerufen hat. Genau, okay, gut. Wo ich die ganze Zeit gekämpft habe, du bist es, der LKA angerufen hat. Leute, ich bin mit Abu Hamza nix. Er droht mir, aber wenn er mir guck mal, was mein Charuf. Guck mal, was mein Charuf. ياسر صلي على النبي ما راح يعمل لك شيء هو جاي يعمل خير معك ولك ورحمة بي ما فيه يعمل لي شعرة لك أخوي أنا ما بقبل أنا ما بقبل عليك اسمع اسمع دالك ماشي أنا بفرجيك أنا بفرجيك اسمع طارق ليك كوكما إيش أنا ما بخاف من الموت حبيبي والله أوكي أوكي انت بتحب الحياة ايش تنم وقت ايش اتيل ايش اسمع انك ايش الحياة وبتحب المصاري لسه ما غيرنا ابو حمزه لسه ما غيرنا انا قلت gegen Atlantik ich liebe den Tod حبيبي den Tod انا قلت gegen alle kämpfen was ist passiert diese sagt mir ich liebe den Tod und dann kommt so Schnurrbart was ist passiert Storytime ja Mann. Jetzt ist Storytime jetzt real talk eigentlich müssen wir so einführen mit ey ich erzähle euch mal was Storytime Leck, ich war vor seiner Haustür, ich hab gesagt, komm runter. Der ist nicht runtergekommen. Wer? Der ist nicht runtergekommen. Jetzt kommt, wer? Er, kommt er zu mir. Aber Hamza, ich wünsch dir alles Gute. Ich wünsch dir alles Gute. Wallah, King O, wer ist nicht runtergekommen? King O, du bist nicht rausgekommen. Ich hab gesagt, komm, wir trinken einen Kaffee. Du hast dich nicht mal getraut, einen Kaffee zu trinken. Wie redest du, Herr Salami? Wie redest du? Eif ist Salami, Eif, was du machst, Bruder, du wolltest... Wie redest du, Herr Salami? Du warst gerade noch korrekt, Herr Salami, was ist mit dir? Mit uns, guck mal, wir sind gekommen, ich und Ibo... Aber warum bist du jetzt gegen mich, Herr Maniak? Wir wollen... Das ist eine gute diese Videos sind gute Vorbereitungen für angehende Eltern. Also, damit ihr wisst, wie ihr halt Kids... Wenn eine Riesenstreiterei ist, keine Ahnung, um He-Man-Figuren oder so, wer kriegt welche Figur oder wer hat welches Lego von wem kaputt gemacht. Das ist ein guter Stresstest. Das ist ein sogenannter Stresstest hier. Wir wollten Khair machen und du machst Warum Bella. Warum bist du jetzt gegen mich? Weil du Bella machen willst. Du wolltest Khair machen, Bruder. Aib. Aber warum bist du jetzt gegen mich? Warum weil sagst du, du hast gesagt, das hast du gesagt. Ich schwöre. Sagt, warum bist du gegen mich? Der erklärt das. Dann sagt, aber warum bist du gegen mich? Und jeder geht seinen Weg. Jetzt kommen wir rein und du machst den Ansagen. Ja, Maniak, warum standest du vor meiner Tür? Maniak, sei leise, bevor ich komm du auch nach Berlin. Ich nimm dich auch auseinander. Wallah, ich komme. Wahyat, komm, ich nimm dich auch auseinander. Sei leise, bevor ich schicke. Komm nicht, alle, hallo. Wallah, ich schicke Leute zu dir nach Hause. Du brauchst nicht. Wie redest du? Abraham, das reicht, Bruder. Wie redest du? Du hast keinen gelassen, den du nicht anmuckst, Bruder. Hör auf damit. Na, komm mal zu! Bei den falschen an, Habibi. Na, komm mal zu, ja, Maniak, was ist los mit dir? Aib alaik, wallah. Was mischst du dich ein, ja, Salame? Salame, moichlat ma ahad, jit kamal airit den Scheck. Was mischst du dich ein jetzt? Was ist los mit dir? Wahad kamak kalf. Red mal richtig, Kingo, wallah, red mal richtig. Ich bin mahtaram. Aber reit dich ein Lügen. Aber Farjina, du machst, wenn du dich runter machst, machst du uns mit alle runter, Habibi. Sag nicht, dass du von meiner Haustür. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, bitte achte mal, was da zwischendurch reinkommt. Teddy, guck mal. Ich stand, ja, Mania, red nicht so. Ich stand bei dir in der Nähe an der Haustür. Ja, du weißt nicht mal, wo ich wohne, was redest du da? Bist du rausgekommen? Habe ich dich nicht 2 Stunden am Telefon angebettelt, dass du runterkommst? Ja, Tolkaran, du hast mich angerufen, du hast mir gesagt... Du sagst zu mir, ich war mit einem Hodja, habe ich mich getroffen. Na, aber du hast mich angerufen, du hast gesagt, du willst Reh machen zwischen mir und Atlantik. Ja, und du bist nicht runtergekommen, 2 Stunden habe ich dich angebettelt. Ja, aber dann formulier richtig, was du meinst. Die Leute verstehen dich falsch. Dann wo kommt das denn her, formulier? Gott. Okay, pass auf. Das war das Video. Jetzt geht der Streit
Im Live von Hamza wird von einem Jungen die verstorbene Mutter von Arafat und Yasser natürlich, also das ist ja klar, die sind Geschwister, beleidigt. Ich weiß nicht, ob wir das Video angucken sollen. Wir können es ja angucken, vielleicht aus dem Highlight rausschneiden. Ich weiß nicht, wenn es zu heftig ist, müssen wir es rausschneiden. Also guck mal, ne, damit ihr versteht, wo der Streit herkommt. Aber Hamza ist also mit diesem Typen zusammen, der was Ekelhaftes so gesagt hat, Richtung Eltern. Und dann geht das hier weiter. Bei Allah, Papari, siehst du. Ey, Papari, ich hab was mitbekommen. Was denn? Der Hamza wurde gehauen heute. Sein Problem, nicht meins. Boah, Gänsehaut. Sag kann ich. Gänsehaut. Kennst du so diese Meme? Wie falsch, wie sehr willst du an einer falschen Stelle Gänsehaut sagen? Bitteschön. Oder wie unpassend willst du sein? Ja, hast du Hausaufgaben gemacht? Ja, Gänsehaut. Auch gut. Kann Harun einladen, anrufen, dass er live kommt? Ja, ja. Und. Sein Problem, nicht meins. Boah, Gänsehaut. Kann ich Harun einladen, anrufen, dass er live kommt? Ja, ja. Und. Kannst du meinen Bruder Yasser einladen? Steht nicht, Wallah. Eigentlich müsste offiziell wirklich jetzt Gänsehaut, sag ich schon, Gänse, diese eine Haut. Nee, Leute, ohne Scheiß, ne? Jugendwort des Jahres müsste theoretisch Real sein. Also, meiner Meinung nach müsste das die beste Chance haben, weil das ist so das, natürlich nichts Neues oder so, aber das trendet doch anders krank, ey. Wo ist dieser Hip-Hop hin? Wenn du gefunden hast, sag Bescheid. Bari, Wallah. Ich schwöre, Gänsehaut, was heute passiert ist. Fitness. Was ist das? Geht auch. Ja, mit Amza Jim und so. 4 maskierten Typen sind zu ihm. Papa, von Brille sieht man, was du benutzt. Du musst ein bisschen aufpassen. Ganz ehrlich, die können sehen, was sie wollen. Die können fantasieren auch, was sie wollen. Vermuten auch, was sie wollen. Boah. Guck mal, ob du meinen Bruder Yasser siehst. Wallah steht nicht, Wallah. Aber komisch, warum geht das nicht? Ja, ne? Dich konnte ich auch nicht einladen. Ich schwöre, TikTok spinnt letzter Zeit. Siehst du meinen Bruder auch nicht? Nein, Wallah. Das kann nicht sein. Ich schwöre, guck, ich zeig dir. Glaub dir, Mann, warum sollst du lügen? Jeder aus. Adam, wann geht's hier los? An welcher Stelle? Außer Yasser. Die Leute sagen, er ist offline. Er telefoniert gerade, ach so. Dieser Clip, wo der Papa Ari dem Barello so Schellen gibt vor seinem Kampf, um ihn so heiß zu machen, meinst du? Wo er ihm mit den Schellen fast K.O. schlägt. Er will ihn so heiß machen. Ja, Mann, der Kampf geht los. Bam, bam. Und er wird so, er geht fast K.O. davon. Das ist so hart, ey. Kennen Sie diese eine Haut? Und egal, wirklich, wer ab jetzt... Das ist wirklich, TikTok hat wirklich viele Ebenen, viele andere Konkurrenten ausgestochen, aber insbesondere sowas wie Clubhouse, ne? Clubhouse ist ja anders tot. Ab jetzt, egal wer mit Taufik heißt, der Taufik, er heißt weder Hamza Jim nach Abu Dis oder das, wer mit ihm live geht, bei Allah, ich gehe nie wieder mit ihm live. Egal wer es ist. Aber Babari, wer wurde zu ihm geschickt und so, ja? Wallah, ich bekomme Angst langsam, Wallah. Er ist im Krankenhaus. Oh. Aber Papa Ari, ganz ehrlich, irgendwo tut er mir leid, aber irgendwo verdient. Bin ich ehrlich, ne? Also wegen Schmerzen und so, aber für diese Worte, die er rausgelassen hat bei Allah, ist... Du weißt selber, Wisch. Okay, hier gute Frage eigentlich. Bentley fragt, Ruth,
Angenommen, Twitch will in Zukunft auch noch von deinen Sponsoren oder Partnern irgendwie mitmampfen. Wo würdest du dann streamen? Weil die wollen allmählich zu viel und so. Ja, erstmal schöne Grüße nach Stuttgart. Und zwar, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich entscheide das on the fly. Spontan, Mann. Ich entscheide das irgendwie Bauch. Wir reden natürlich auch darüber. Ich gucke natürlich auch, was die anderen machen. Ich gucke da natürlich auch immer, was machen die Großen, die Wale in diesem Game so, wie bewegen die sich. Dann schaut man so ein bisschen ab. Und natürlich liegt es dann, also man guckt ein bisschen, was die anderen machen, aber die haben natürlich eine ganz andere Thematik als wir. Wir haben ja, wir sind ja schon, denke ich, sehr nischig durch unser Themen. Und wir müssen gucken, wo es am besten klappt. Ich kann nur sagen, insgesamt für uns als Hip-Hop, irgendwie Hip-Hop-Base, sage ich mal, wir machen ja nicht nur Hip-Hop, aber Hip-Hop-Basis, wäre insgesamt YouTube schon das Beste. Vor allem auch wegen meinem Hintergrund. Weil ich auf YouTube angefangen habe und auf YouTube, glaube ich, die meisten Leute mich da auch kennen und auch Highlights gucken und GB und so. Auf Twitch, muss ich sagen, haben wir okaye Zahlen und so. Immer mal wieder haben wir sehr gute Zahlen, dann haben wir okaye Zahlen, bla. Aber es ist insgesamt schon, muss man am Ende des Tages sagen, technisch gesehen eine sehr geile Plattform. Aber es ist irgendwie, haben wir es nicht so geschafft, dass wir, so wie andere, keine Ahnung, ob Trimax, Rezo, Unge, diese Leute, irgendwie, dass das bei uns so in den Zahlen widerspiegelt, was unsere Bekanntheit oder unser Einfluss ist auf dem Game. So, irgendwie hat sich das, sorry, jetzt auch völlig off-topic, aber ich wollte nur mal sagen, es ist irgendwie verrückt. Ich weiß auch ehrlich jetzt, es ist halt so, einerseits zielgruppentechnisch, Hip-Hop, Gamen nicht, wir gamen nicht und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, was nicht ganz lang zu machen ist. Theoretisch wäre YouTube das Beste für uns. TikTok wäre vielleicht im Moment noch besser. TikTok-Problematik ist mit der Bezahlung und so weiter. Und insgesamt auch ein sehr, sehr trashiges Thema so. Das andere ist, YouTube ist technisch halt voll hinterher. Technisch ist Twitch sehr, sehr viel besser. Ansonsten deswegen, wir gucken mal. Nur ganz kurz zu eurer Info. Die Twitch hat zwar eine Ansage gemacht von Prozenten und dies und das, aber die haben auch schnell ein paar Sachen zurückgezogen. Weil die wahrscheinlich gemerkt haben, dass viele so völlig ausgerastet sind. Das Problem ist aber, es ist ein bisschen Monopol auch, ne? Nicht ganz, aber es ist schon sehr monopolisch so. Also das ist nicht so einfach für uns. Ja, naja gut. Das nur zu dem Thema. Aber ich entscheide sowas immer so on the fly. Anders geht's gar nicht. Wir versuchen auch immer mehrgleisig zu fahren. Ich habe YouTube nie aufgegeben. Wir machen jetzt noch einen anderen Kanal auch noch für andere Themen, habe ich euch ja gesagt. Dokus und Interviews kommen nochmal auf einen anderen Kanal, damit wir uns nochmal ein bisschen absichern. Ich kann allen nur raten, wenn ihr ins Game kommen wollt oder wenn ihr was machen wollt, verlasst euch nie auf einen Kanal. Also, das geht gar nicht. Ja gut, so, no retreat, no surrender. Kein Rückzug. Jason, nein, ja. Ah, weiter geht's. Du bist immer Balenciaga, Gucci und so. Wallah, man merkt, du bist reich. Gestern wusstest du, welches Auto das ist. Wallah, Papari King. Das ist voll interessant, wa? Ich weiß auch viele andere Sachen, außer diese Markenscheiße. Was meinst du damit? Da kann ich nicht sehen. Ja, ich kann ihn auch nicht sehen. Komisch, warum? Aber warum? Kann mir einer sagen, warum man ihn nicht sehen kann, warum ich gewisse Leute, die ich folge, nicht sehen kann? Kann ich erklären? Ja. Wenn die Leute ihn Einladung schicken die ganze Zeit, gibt es da unten einen Knopf, er drückt auf Knopf, dann ablehnen. Dann kann ihn keine Einladung schicken, bis er jemanden einladen tut. Ja, aber ganz ich sehe ihn doch nicht. Ich sehe ihn doch niemand. Ja, weil er so ausgestellt hat. Na, er muss offline und wieder online. Er ist offline. Boah, Gänsehaut, wenn er offline gegangen ist. Da machst du irgendwie einen neuen Spruch. Gänsehaut, Gänsehaut, Gänsehaut. Ja, Papari, wenn er offline... Magomed live. Soll ich Magomed reintun, oder? Da ist er, jetzt kann ich ihn machen. Papari, warum sehe ich euch überhaupt nicht, wenn ich halt drücke? Jetzt muss noch einer rein, ja. Favadudi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Was ist heute passiert, dass du irgendwas
mitbekommen? Ich habe gar nichts mitbekommen. Gar nichts. Also ich weiß von nichts. Bist du sicher? Aber was soll denn passiert sein? Ich hab dir was gesagt, Junge. Hör auf damit. Du, das hat uns gefreut. Atlantik sagt, invite me. Atlantik will kurz live. Ist für dich okay, Papa, wenn du dir rausgeht oder muss ich wieder? Atlantik, ja. Du, die Atlas, weil ich warte wirklich auf Atlantik. Hallo. Die geht raus. Das ist so ein. weil ich ihn drum gebeten habe. Du brauchst nicht lachen. Alles gut, Walla, hast du dich gestern. Nein, mich aus der Tee, mich aus der Menschen. Also, damit das jetzt nicht ganz langweilig wird, damit ihr versteht, jetzt kommt der Atlantik rein. Der wiederum hat Streit mit Abu Hamza, der ja jetzt gerade den Streit hat mit den beiden Abu Chakas. Nein, Mann, ich höre gar nicht auf Barello. Walla, Arafat, Arassi. Du, der hat Barello durchschaut. Jalla, bis gleich, Schau. Jalla, Salam. Barello, du bist schon ekelhaft. Ich schwöre dir, du bist ekelhaft. Darf man nicht mal lachen? Lachen ist Sunna. Assalamu alaikum, everybody. Alaikum assalam. Hola, Rafat, Bruder. Heute ich komme zu dir mit einem Bruder von dieser kleinen Mann von TikTok, who has beleidigt du und deine Familie. Ich habe kommen mit dieser Bruder zu dir und mashallah, wallah, Rafat, you are a very respectful man. I respect the fact that you showed so much respect, although the kid disrespected your whole family. You still, you know, you showed respect to this man, and mashallah, we talked very well. We brought this guy. You explained everything to this guy. Barello, 1 second, please. And then, subhanAllah, I would like. This guy was talking about how you explained everything to him, and I would like to let him talk to you again, inshallah. So, are you in casino? Not casino, brother. What for casino? Okay. We had a meeting today, right? Yes. Yes. And this brother came to you and we talked and mashallah, this meeting was very full of khair, inshallah. And brother, please, I want this brother to talk to you again in front of everybody. Assalamu alaikum. This is the big brother from the... Ist der im Casino? Habe ich das richtig verstanden? This young guy. Von den kleinen Jungen. Assalamu alaikum. Nochmal an jeden Arafat an dir. Yasser Abi an dir. Entschuldigung. Moment mal, Barolo, bitte. Nein, ich bin fertig in sowas. Bitte, Bruder. Wie gesagt, mein kleiner Bruder wurde von Abu Hamza manipuliert, dass er so eine Sachen gegenüber zu Arafat und Yasser sagen soll. Und wie gesagt, bei allem Respekt, es tut mir nochmal leid. Ich sage es als sein großer Bruder, weil er ist 14. Krank im Kopf, dumm im Kopf, hat sehr große Fehler gemacht. Und wir haben ihn schon. Warum lernt er nicht in Schule? Warum hat er ein Handy? Warum hat er ein TikTok? Verstehe ich nicht. Okay, tut mir leid. Wie gesagt, dieses TikTok und so ist auch nichts für mich. Ich wollte es jetzt nur in der Öffentlichkeit nochmal sagen. Dankeschön, Arafat, für deine Zeit. Ja, Salam, dir auch nochmal. Es tut uns leid. Schöne Grüße an deinen Vater. Inshallah nie wieder vor. Das war's auch inshallah von meiner Seite aus. Und nimm ihn auf sein Handy weg. Haben wir gemacht, aber. Okay. Ja, das war mal gut. Viel Spaß noch. Ja. Gestern im Livestream, ja. Atlantik! Arafat! You are low! Loud. Aura. Jetzt muss ich aber sagen, Adam, ein bisschen den Faden verloren habe ich schon hier. Ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nicht, bringt das überhaupt was zu dem eigentlichen Thema irgendwie? Ich habe nur das Englisch von dem Atlantik ist so, wie wenn ich jemanden verarschen will auf Englisch. Deswegen kann der wirklich gar kein Deutsch. Ich dachte, am Anfang sagt ihr, macht Spaß. Okay. And inshallah, this will never happen again, inshallah, from this brother. Was ist denn überhaupt passiert? Das verstehe ich jetzt wirklich gar nicht mehr. Ich bin da voll raus. Brother has understood you, understood us, inshallah. So, you know, things like this are very serious. You cannot insult somebody's mama, papa, this is so wrong. Ah, Corbo, okay, danke. Warte mal. Das war mäßig der große Bruder von dem Typen, der seine Mutter beleidigt hat und hat sich jetzt dafür entschuldigt. War das? Das ist intellektuell auf jeden Fall
Für mich zu hoch, ich komme da nicht mehr mit. Ich würde da gerne nochmal... Ah, ja, okay, jetzt bin ich wieder dran. Vorhin haben wir ein Video geguckt. Ne, da hat der Junge so auf ganz auf cool so, ey, hör mal zu, ich amse so. Ihr wisst schon, was er gesagt hat. So, okay. For Abu Hamza to say something like this is very disrespectful. Atlantic, yeah, Allah making better. Atlantic. Yeah, brother. Yesterday, there were 4 Leute im Chat, 4 Leute. Alle respektlos, alle 4. Der 5., der auch neben den saß, auch respektlos. Aber hier, Gebühr. Respekt gebührt den Leuten, die Respekt haben. Und die keinen Respekt haben, ich werde auch keinen Respekt vor denen haben. Wir brauchen nicht so tun, ob sie kurz gelacht haben und dann so, hey, so was redet man nicht. Ich lache mich nicht erstmal aus und dann sagt man, oh, redet man nicht. Aber inshallah, ich werde hier nicht beleidigend. Jeder muss das tun, was er für richtig. Und Atlantik, what is with Mohammed? Mohammed was dabei. Guck mal, I will say one thing. This brother is a Turkish-Kurdish brother and doesn't matter if Chechena, Kurdish or something. Whoever supports insulting parents, mother, father, by Allah, they never have haq. These are the worst dogs in this world. You cannot say anything about mother, father. Wallahi, brother, this is the worst thing you can say. This is not good. You understand? Even if Magomed was supporting Abu Hamza when he said, you know, F this, by Allah, Muhammad is also the worst, one of the worst dogs in this world. 100%. This is a fact, Barelo. Egal to be Checheno or Kainan, or Ghana, Turka, Kurda, Araba, brother, you can never support anybody who says about mother. Zum Beispiel, when du, Barelo, say something about Muta, Fata, by Allah, I never come live with you. If you say something about, zum Beispiel, another person, but he's my friend or I know him, out of respect, I never come with you live again. Oh, get the same thing, Arafat, when Abu Hamza come live with Arafat, Arafat went out. Because Arafat showed respect to me, because this guy disrespected me. That's why, in my opinion, I think Arafat is a very respectful man. In real life, by Allah, I'm a real person. In real life, I have seen Arafat 3-4 times. He's a very respectful man. And I'm not saying this because Arafat is here. I'm just saying what how it is. I've seen it. Wallahi, Atlantic. Wallahi, Atlantic. You too. The same. Wallahi, wallahi. Thank you, Arafat. Thank you. And that's why, please, for everybody, by Allah, please, guys. And nasiha for every two-shower here on every chat. Please, never. Please, never ever support fitna. The more you guys support Abu Hamza or other people who make big fitna, this is worse for the community. Then Chechenas, Arabas, Turks, they start hating each other because of this fitna. Don't make fitna and don't support fitna, guys. Oh, goosebumps. Das war Goosebumps, wie er redet. Ganz kurz. By Allah, wer mit Hamza, Abu Hamza ist eine Beleidigung, weil dieser Name Abu Hamza, ja, wer mit ihm live geht, bei Allah, ich bin nie wieder in meinem Leben mit ihm live. Ich auch, inshallah. Papa Ari, Atlantik, you notice? Was? Four person schlagen Abu Hamza today. You know this or not? Who schlagen? Abu Hamza. Abu Hamza schlagen? Yes, four person with a mask. Abu Hamza schlagen. Four person ist so geil. Walla billa, ich werde nie wieder reagieren. Du warst nie wirklich mein Freund, du hast immer nur Rechnungen geschrieben. Bruder, du bist schon so ein richtiger Rap-Nerd, ne? Schlagen four people. No, four people schlagen Abu Hamza. Really? Oh, I swear you to God. What have you say? Karma, brother, karma. It's not the karma, it's from one person doing this. I understand this. I don't know if this is really from one person, but schicken the people. Einfach alle Sprachen, die es gibt.
Listen, Barello, I don't know what's going on, but listen, Abu Hamza is on live making fitna with everybody. He's looking for problems. Brother, zum Beispiel, by Allah, when I go outside, brother, every day, minimum 40 people, 40 Leute come to me and they say they hate Abu Hamza. 40, 50 people every day come to me and they say they want to schlag on Abu Hamza. Outside, they come to me and they say, brother, we want to come and beat him for you. I say, brother, no, don't beat him, leave him. He's crank, he's stupid. Brother, anybody from outside who respects me, him, Arafat, or anybody, respects mothers, anybody will go to Abu Hamza, anybody. Believe me when I tell you this. Come with me outside for just one day. You will see how many people come to me just to help me, you know, to protect my honor. I don't need to do anything. Arafat, this makes schlagen. I don't need to do anything. Nobody needs to do anything. There are thousands of people who hate Abu Hamza. Abu Hamza is looking for these problems. That's his fault. You understand? It's not my fault. It's not Arafat's fault. It's nobody's fault. It's Abu Hamza's fault. His family should stop him. You understand? But the people from I don't know where saying to me, Hamza have a placenta. Is oh man, das ist schon. Es ist schon vom Niveau. Wie würdet ihr sagen, niveaumäßig jetzt von allen, die ganzen zwei Jahren, die ich streame, wo wir auf Sachen reagieren, wir haben schon wirklich beschissenen. Wir haben schon alles gemacht, ne? Wir haben auch schon Relativitätstheorie hier mal erfasst, eine Zusammenfassung davon, mal um das zu verstehen. Wir haben alles gemacht. Wir haben Quantenphysik gemacht. Wir haben Schrödingers Katze mal gemacht. Wir haben diese ganze ist im Kühlschrank, das Licht an, wenn man es zumacht. Kein Rezipient und so weiter. Da, wenn im Wald ein Baum umfällt und keiner ist da, gibt es ein Geräusch oder nicht? Ja, nein. Ne? Wir haben den naiven Realisten, wir haben Goethe, wir haben Faust, wir haben... Ja, ich würde sagen, wir haben Vera Birkenbiel Endlevel-Situationen hier auf Gänsehaut durchgeforscht. Nun muss ich sagen, ist das mir ein bisschen zu schwer. Ich meine, wir haben das Hotelparadoxon mit dem unendlichen Zimmern. Ja, das haben wir mehrmals hier durchgeschaut. Auch hell gemacht mit der unendlichen, mit dieser 8, ne, die auf dem Bauch liegt. Haben wir hell gemacht. Mhm, ja. Es ist die Deutungshoheit geht hier an Barillo, das muss man schon sagen auch. Das TikTok hat ein neues Marvel-Universum erschaffen. Is it real or not real? What? A Prozent, Prozent. Babadi, wie sagt man da? Prozente wurde erzählt. Sag mir auch eigentlich bitte. Prozente. But this is not. You mean Abu Hamza is stupid? I don't know. People say he's stupid and crazy. I believe it, but he's not. He's not stupid enough to know that you never say anything about mother. Zum Beispiel, wenn this eine Mann sagt to Abu Hamza, zum Beispiel, deine Mutter, this, Abu Hamza direkt, zum Beispiel, under the man, he said this. Ja, ich meine, das ist, kennt ihr noch von früher das philosophische Quartett? Oder das literarische, das literally, diese, wo die über Bücher gequatscht haben? Der eine, der Dings, wie hieß der eine nochmal, Rest in Peace, der hat doch diesen einen Preis damals nicht angenommen und so, da gab es halt diese Welle, ich habe seinen Namen vergessen gerade. Das ist ein Test an den Chat. Ja, Muppet schon nicht ganz falsch, ja? Genau, ganz richtig. Ein paar aus dem Chat wissen es, ja, natürlich. Marcel Reich-Renitzky, ich nehme diesen Preis nicht an. Ich nehme diesen Preis nicht an. Das waren noch Zeiten. Heute wird jeder Preis angenommen. Stell dir mal vor, der Marcel Reich-Renitzky, der würde heutzutage auf TikTok matchen und über Bücher reden und dann auf einmal Schnurrbart. Das wäre schon auch Dings. Can you
Bruder, Gänsehaut. Bruder. Also gut, das war jetzt so das, ne? Jetzt gibt Arafat, äußert sich zum Abdelkadir Osman Remo zu den Anschuldigungen. Jetzt müssen wir erstmal die Anschuldigungen mal finden. Soll ich erstmal das Bild zeigen? Ich zeige euch erstmal das Bild, pass auf. Dieser Abu Hamza wurde tatsächlich angegriffen, so sagen die. Beziehungsweise sein Bruder hat das hier gepostet auf Instagram. Das war jetzt das Abdelkadir Osman heißt er hier auf Instagram. Ihr erinnert euch vielleicht an das Bild, wer er ist von Spiegel TV und so weiter. Vielleicht nicht ganz so, jetzt ist es richtig. Hier steht jetzt, ich lese es mal vor. Wir, Familie Remo, waren auf der Beerdigung deines Vaters sowie deiner Mutter. Möge Allah deine Eltern ihre Seelen gnädig sein. Arafat und Yasser, ihr wart die von den 8 maskierten, schwer bewaffneten Angreifern, die meinen Bruder Abu Hamza hinterhältig angegriffen haben. Für euch gilt anscheinend immer noch das Gesetz des rechtsfreien Räume ohne jegliche rechtsstaatliche Konsequenzen. Interessante Wortwahl hier. Arafat, du und deine Familie habt nicht nur meinen Bruder Abu Hamza angegriffen, sondern die gesamte Familie Remo mit dieser feigen, schwer bewaffneten, barbarischen Aktion, in Anführungszeichen, auf deutschen öffentlichen Straßenland. Das war dein größter Fehler, den hättest du nicht begehen müssen, denn so holt man sich nicht sein Recht bei Familie Remo. So, erstmal muss ich sagen, ich wusste gar nicht, dass die Familie Remo sind, aber okay. Dieser Abu Hamza, ich kenne ihn gar nicht, aber ich kenne auch nicht ihn. So, dann geht es weiter. Das sind so schwere Anschuldigungen. Also die gehen davon aus, das zeige ich euch gleich, Statement von Abu Hamza, dass die den Angriff nahmen. Ja, guck mal, eigentlich wollte ich darauf gar nicht reagieren, aber ich reagiere jetzt, weil du es angequatscht hast. Wallah, ich werde nie wieder reagieren. Das hat nicht ich gesagt, sondern Animus. Ich habe damit gar nichts zu tun. Und bevor er sich beschwert, egal was passiert ist, dann sollte er doch lieber seinen Bruder seine Ohren langziehen, was sein Bruder eigentlich hier macht. Leute manipuliert, beleidigt, Ausdrücke sagen, ja, ganz einfach, unterste Schublade. Und ich reagiere auf so eine Menschen nicht. Null. Okay? Mhm. Weißt du auch, was schade ist, Rolle, man kennt. Frank Lucas, danke für die 5er Subbomb. Vielen, vielen Dank. Ist nicht so lange, Arifet. Wallah, aber ich will dir auch mal was sagen, hey, hör mal zu. Wallah, das ist traurig. Arello. Ja. Denk nicht, alle von der Familie sind so. Nein. Sowieso nicht. Guck mal. Ich sag dir nur. Guck mal, wie du bist, zum Beispiel, guck, wie Yasser ist. Also komplett. Halt deine Klappe, du Idiot. Prozent der Familie haben mit dir nichts zu tun. Die haben, Marello, die sind korrekt, du bist ein Angsthase. Ein Häschen. Ganz ehrlich, ja. Der beleidigt hoch und runter. Wo ist denn seine Familie, sein Bruder, der sagt, was machst du da? Sowas gibt es nicht, wa? Aber komm, hey. Da rein, da raus. Der kann Statement machen. Dein Herz, ja. Zara, ich weiß, was er damit auch verursacht. Dass er die Polizei auf uns wieder schiebt. Das ist ja eine Online-Anzeige. Aber hey, Alhamdulillah. Ich weiß, wo ich war. Mein Bruder weiß, wo ich war. Wir wissen, wir haben nichts damit zu tun. Alhamdulillah, alles gut. Okay, Ami, guck mal, er muss nicht erstmal fragen. Warum reden, ey? Nein, das ist doch nicht. Ich sag dir ganz ehrlich, Barello, wenn du was nicht gemacht hast, fühlst du dich angesprochen? Nein. Aber wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich meinem Bruder die Ohren lang ziehen, dass er sowas macht. Super Quelli, one. Babari, es gibt kein Feuer da, wo kein Feuer gibt, Wallah. Was machen wir jetzt? Elira gibt sich selber 5 Backpfeifen und sagt, ich bereue mein Gebot, ohne Babari. So. Jetzt kommt letztes Video dazu. Ich glaube, Adam, das ist das letzte. Na, jetzt kommt Abu Hamza selbst. Das ist das aktuelle Statement von ihm. Das ist das aktuellste. Ich saß im Café bei Diamonds. Auf jeden Fall saß ich da, hab eine Pfeife geraucht und war am Telefonieren. Und die Sonne war sehr stark
auf jeden Fall. Ich war alles verblendet von der Sonne und so. Ich habe auch nichts gesehen und so. Nicht richtig. Ich habe mich da ein bisschen hingesetzt in der Sonne und so. Und dann wurde ich von 8 Männern barbarisch angegriffen. Und mit Pfefferspray, Waffen, Masken hatten die auch an. Und die haben auf jeden Fall versucht, mich. Das ist so krass. Masken hatten die auch an. Und die haben. Das ist so krass bei so einem ernsten Thema. So, es kommt einfach so was. Oh Mann, ey. Auf jeden Fall versucht mich anzugreifen. Wollten mich verletzen. Schwer verletzen, auf jeden Fall. Die waren auch stark bewaffnet. Und die hatten auch auf jeden Fall Messers dabei. Die hatten einfach alles dabei. Messers, Baseballschläger, Pfefferspray, diese ganz großen Pfeffersprays und so. Und ich saß da vom Café und die haben mich zu siebend angegriffen. Aber Alhamdulillah, ich habe den Angriff, Alhamdulillah, gut, sehr, sehr gut abgewehrt. Und Alhamdulillah, ist nichts passiert. Das war die Geschichte, Leute. Das ist passiert. Und ja. Okay. Ich wollte nur erzählen, was passiert ist. Wenn ihr mehr wissen wollt, was noch passiert alles, dann folgt mir alle auf diesen Account. Folgt mir alle auf Instagram. Und ja. Ich wünsche euch noch jetzt einen schönen Tag. Passt auf euch auf und ich gehe jetzt wieder raus. Ja. Was passiert, Leute? Ja. Alhamdulillah, ist nichts passiert. Folgt mir alle auf jeden Fall auf diesen Account. Assalamu alaikum. Ich muss kurz also klarkommen auf dieser ganze. Alles, was wir uns gerade angeguckt haben, ich brauche ein bisschen durchatmen. Ja, im Chat, viele sagen im Chat, das ist alles abgesprochen, das ist alles nur um Fitna und ja, um einfach den TikTok-Game hochzuschrauben. Ich kann es nur hoffen, dass das abgesprochen ist für die Show. Das ist ja... Also, bis morgen schreibt mir jeder einen Aufsatz mit 450 Wörtern. Kleinen Mini-Aufsatz. Und fasst das zusammen. Und lasst nicht über ChatGPT. Ne? Das muss schon händisch. Und ich werde das dann abchecken. Ja, es ist klausurrelevant und das gibt auch Punkte für eure Dings. Für eure Abitur. Abu-GPT. Arafat-GPT. Oh Mann, ey. OpenAI, Kanaken-AI. OpenAI, die wissen noch nicht, was in Berlin los ist. Kanak-AI. Mit Kanak-API. Bruder, ich habe in API nicht mal Autotune reingemacht.